Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmare House 2. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Und ich nehme jetzt mal zur Abwechslung richtig in der Nacht auf, damit ich mich auch mehr erschrecke und ein bisschen mehr Schiss habe. Also, das wird eine sehr schöne Session hier. Oh nein. Alles klar, Taschenlampe. Timer ist gestellt. Musik ist sehr vertrauenserweckend. Fuck. Wie dunkel ist das hier? Oh. Jo, der hat sich auch eingeschissen. Mal gucken, wie es mir dann so geht nach der Aufnahme. Ich muss dazu sagen, es ist... Oh Gott. Es ist tierisch warm hier. Ich weiß nicht, heute war wieder irgendwie so eine Hitzewelle in Deutschland. Ah, die Viecher sind ein bisschen stärker. Ich sagte ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, heute ist es relativ warm und ich weiß nicht, ich hasse es immer vom PC zu sitzen, wenn mir einfach tierisch warm ist und dann aufzunehmen ist natürlich, ist mir nicht so angenehm. Okay, wir müssen ja auch so ein bisschen verteidigen, ne, weil die sonst ja wahrscheinlich drauf gehen können, habe ich ja vermutet. Ich nehme lieber die M9, wegen Muni-Verschwendung und so. Alles klar, wohin? Ach hier, alles klar. Dann gehen wir mal nach hier oben. Oh nein, das sieht ja schon sehr gut aus hier. So, kommt runter, meine Freunde. So, ich denke mal, ich werde jetzt entweder bis zum Ende oder einfach mal 2, 3 Folgen aufnehmen. Das reicht dann auch erstmal. Scheiße. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja gut, ja, ich geh mal da hoch. Das weiß ich auch sofort wie. Ja, ich bin einfach schlau, würde ich sagen. Oh nein. Unser geliebter Tunnel. Mal gucken. Oh, jetzt hängt mir irgendein Vieh vom Bildschirm. Kann ich jetzt schlecht wegmachen. Das sieht aus... Ach nee, das ist eine Mücke. Naja. Habe ich halt ein paar Mückenstiche. Das stört mich ja jetzt nicht so. Na gut. Das Ding fällt schon von alleine auseinander. Dann gucken wir mal hier. Oh Gott. Ich verstehe nicht, was du von mir möchtest. Ach Gott sei Dank, unsere Freunde wieder. Wieso werden mir nur 2 angezeigt? Da sind doch 3. Ah, alles klar, da sind sie wieder alle. Okay, alles klar. Oh Gott, da kommen Viecher. Ich habe eine Flare. Mich hält nichts auf. Okay, die sind noch hinter mir. Kommt der. Eben. Alles klar. Oh fuck, da kommen überall sind die Viecher. Ich renne jetzt einfach schnell hier durch. Ich
Ja, ich lasse mich von nichts angreifen. Weil mir eben ich auch schon, das sieht alles sehr gleich aus. Holy fuck. Ah, alles klar. Okay, also sind wir durchgekommen. Da ist noch einer. Wo ist unser dritter Freund? Alles klar. Gut, dann sind wir wohl doch zu dritt. Das ist also zu viert insgesamt. Das ist sehr gut. Ich hoffe mal, das bleibt fürs Erste aber echt so, weil, das ist mir ein bisschen unangenehm. Der Doktor. Alles klar. Oh, dass ich mal den Weg führen soll, ne? Security Room. Sich aufteilen finde ich immer unangenehm. What the hell is he doing? You don't have to do this. Stop that noise. Now, stop it. Oh Gott. What in the world is he talking about? Calm down. We gotta do something. What are you doing? Ladedaten, okay. Ah, scheiße. Okay, wir dürfen ihn nicht direkt abschießen anscheinend. Ich weiß noch nicht, wie genau wir ihn aufhalten sollen. Okay. Puh. It's this place. Obviously the target is more powerful than we thought. We need to get out of here before things get any worse. Okay. There was nothing else we could do. Let's get a move on. Alles klar, dann gehen wir mal weiter nach vorne. Naja. Also haben wir jetzt noch ein weniger. Auf den muss man auch nicht raufdreschen, auf der anderen, gucken wir mal. Okay. Leben haben wir eigentlich noch genug, Munition haben wir und die Flares, dann werfen wir einen nach da hinten und eine nehmen wir noch mit. Oh nein. Flair. Angriff. Oh nein, oh nein. Boah, das sind aber sau viele, ne?
Okay. Oh nein, die Viecher, die Viecher. So. Alles klar, okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay. Okay, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Das war wohl nicht so gut. Wie viel die einstecken, ne? Okay, versuch mal weiter vorzustoßen. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Komm, wir nehmen jetzt die Waffe hier wieder. Okay, warte, ist er hinter mir? Komm, Kumpel. Okay, Munition nehmen wir immer mit. Das ist sicher. So, und jetzt geht's weiter nach vorne. Und weiter nach draußen hoffentlich. Oh, warte, lebt er noch? Ist er noch hinter uns? Okay, komm, wir schaffen das. Noch eins, oh Gott. Taschenlampe. Noch eins weiter oben. Helipad. Okay, hier ist der Evakuierungspunkt. Also fast hier. Oh Gott, komm. Okay, okay, alles klar. Okay, jetzt sind wir auf dem Helipad. Okay. Okay, er macht sich bereit zu landen. Mein Gott. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Fuck. Uhu. Alter. Ladedaten, okay. Das wirkt ja jetzt alles sehr, puh. Junge, 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 da wären wir fast entkommen, aber irgendwie, war das anscheinend nichts. Naja. Also Ladedaten ist bei den ganzen Half-Life-Mods, das lädt ja immer ein bisschen lange, bisschen länger, glaube ich. Meine ich mich so zu erinnern, bei den Half-Life 2 Mods, naja. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist jetzt nicht abgeschmiert, beziehungsweise das Spiel ist nicht abgeschmiert. Alles klar. Sehr schön. Oh nein. Alles klar. Ich speichere hier mal kurz. Some time now. We recently tracked all this activity and found him.
Okay, also Leute, ich würde sagen, das war's aber für diese Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir, was mit diesem Dr. Romero ist. Also, haut rein, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.